Für uns gefunden hast, mhm. ähm, wenn du den Elevator aus Münster hörst, mhm. den Elevator DJ Store, was kommt dir da als erstes äh, in den Sinn? Da kommt als erstes der Cosmic Club in Münster in den Sinn, weil der war, glaube ich, direkt nebenan oder oben drüber oder unten drunter. Genau, am Güterbahnhof war das. Genau, ja. und da habe ich äh, bestimmt zwei, dreimal gespielt. Äh, und das ist auch schon ganz schön lange her, glaube ich. Ich habe dir eben ein Bild gezeigt, das können okay. wir auch gleich mal einblenden. Es ist bei uns im Raucherraum. Äh, Aufgaben immer noch hier. 1998 mit Take Yoshino. Takeo Yoshino, <laughs> genau. So. Wo man sich immer wieder denkt, irgendwie, meine Güte, 98 ist es eigentlich, äh, eigentlich ja richtig lange her. Aber irgendwie auf der anderen Seite äh, fühlt sich das gar nicht so lange an irgendwie. Aber trotzdem, wenn es sich überlegt, das ist ja schon echt eine Menge Zeit, die man in dieser Szene und mit dieser Musik schon verbracht hat. Ja, definitiv. Und jetzt mittlerweile ähm, zieht sich ja gerne in die Ferne, wenn man deine Bookings anbelangt. Ich habe jetzt die letzte Woche mal nur versucht, zu, zusammenzufassen. Ich habe da jetzt aufgeschrieben, Kroatien, Spanien, Tunesien, Holland, England. Ich glaube, Spanien noch plus eins, plus zweimal in den letzten zehn Tagen. Ähm, was meinst du denn, hat Techno in den letzten Jahren zu einer derart globalen, weltweiten Musik gemacht? Äh, ich, ich glaube, das liegt zum einen daran, dass Techno die allererste globale Musik der Welt sowieso ist, also von mhm. Anfang an war. Weil das nicht mehr irgendwie auf äh, Regionen oder auf gewissen Grenzen begrenzt war, wie jetzt andere Musikstile, die das eigentlich äh, sch schon immer so von vornherein waren. Nehmen wir mal Volksmusik oder Rockmusik. Das wird nicht unbedingt in allen Erteilen gehört irgendwie. Aber bei Techno war das von Anfang an so, dass es nicht irgendwie spezifisch aus einem Land kam, sondern das konnte jeder machen. Und äh, das hat auch irgendwie so was relativ Neutrales. Und ähm, das war dann eigentlich, glaube ich, von Anfang an schon klar, dass das auch so ein weltweites Phänomen werden wird. Und manche Länder hängen dann ein bisschen hinterher, logischerweise. Das liegt an vielen Faktoren, wirtschaftliche Faktoren, auch kulturelle und so. Aber es erreicht dann doch irgendwo alle. Und ich war jetzt zum Beispiel letzte Woche das erste Mal in Tunesien. Und da, mhm. gibt's, da haben die mir dann erzählt, dass sie auch schon seit drei Jahren jeden Sommer da mächtig Partys machen irgendwie. Das hat zwar jetzt von der Qualität her nicht so äh, den Rang gehabt, äh, in, wie in anderen Ländern, wo das schon länger der Fall ist irgendwie, aber die Leute waren trotzdem sofort dabei, offen. Keiner stand da mit einem Fragezeichen über dem Kopf, was ist das jetzt? Und das hat mich, also das hat mich selber schon gewundert, mhm. so wow, das ist sogar jetzt hier gelandet und so. Und äh, ich glaube, das ist einfach so die die, die, die die Grundspezifik, Spezifität von Techno, dass es einfach keine Grenzen gibt, keine Länder, und dieser ganze Blödsinn, den wir eigentlich so mit diesen ganzen Grenzen, die wir überall zeichnen, und das ist ja alles gemacht, dass wir das alles mit Techno eigentlich wegmachen. Ja. Schaffst du es denn dennoch bei dem hohen Reisedruck, gerade das Pensum von den letzten Wochen, da haben wir vorher eben auch noch schon mal drüber mhm. gesprochen, dir einen Eindruck von Land und Leute zu verschaffen? Ja, aber du gewinnst, du gewinnst so eine kleine Fähigkeit dafür, irgendwie, ähm, die kürzesten Momente dafür zu nutzen, äh, einen Eindruck zu bekommen, irgendwie. Und wenn es auch nur vom Flughafen bis zum Hotel irgendwie die Taxifahrt ist, dann guckst du dir die, die Städte an, du guckst die Leute an, die auf den Bürgersteigen rumlaufen und sowas. Und kriegst dann schon so einen Eindruck, wie das hier so ist. Du kriegst da schon so einen gewissen Vibe mit, wie, wie, wie die Leute so drauf sind und so. Und da kriegt man auch schon die einzelnen äh, Unterschiede in den Ländern so mit irgendwie. Es passiert sogar, ich, ist mir gestern aufgefallen, ich bin gestern in Ibiza weggeflogen und äh, wenn du die einzelnen Gates siehst äh, mit den Leuten, die da anstehen, mit jetzt ein Flugzeug nach Frankfurt, ein Flugzeug nach Turin, Flugzeug nach Mailand, die, äh, die, die, der Vibe unter den einzelnen Gruppen ist komplett unterschiedlich. Du siehst sofort, ah, da stehen ein Haufen Deutsche, da stehen ein Haufen Italiener, da stehen ein Haufen Spanier irgendwie. Das ist sehr interessant zu sehen und das kriegst du im ersten Moment so direkt mit, so alles klar, alles klar, ohne dass man natürlich deswegen jetzt irgendwie äh, Vorurteile aufbaut oder äh, alles verallgemeinert oder so. Aber es mhm. geht schon. Aber oh. ich denke mir auch immer irgendwann später, wenn ich mal mehr Zeit habe, fliege ich dann überall dahin, wo ich nie Zeit hatte und alles in Ruhe eine noch Woche anstelle von einer Nacht. Alles in Ruhe nochmal nachträglich abklappern. Genau. Ja, da ist auch nochmal was vor. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie hältst du dich denn bei der ganzen Vielfliegerei auch fit? Ich meine, ähm, ba Baujahr 67, nee, 68, habe ich, ja. hab ich doch. Ja. Ja. Also ich glaube, ich habe äh, a-junge Gene. Ich habe von äh, Natur aus, glaube ich, eine relativ gute Energie so, ähm, äh, mitbekommen, dass es, äh, dass, das hilft. Äh, ich mache regelmäßig Sport, ich habe auch meine ersten 25 Jahre in meinem Leben eigentlich mit, mit äh, fast Leistungssport irgendwie, mhm. äh, 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 verbracht, bis dann die Musik in mein Leben kam und den Sport wieder total verdrängt hat. Mhm. Ich habe das dann aber wieder aufgenommen, also für mich selber fit zu bleiben einfach und das ist wichtig und dann halt auch die Ernährung. Und äh, da habe ich in den letzten drei, vier Jahren auch einen riesen Sprung gemacht. Ja. Was das angeht. Magst du den Sprung vielleicht mal kurz erläutern? Den Sprung erläutere ich gerne, aber yeah. dann kriegt man immer gesagt, du redest schon wieder drüber. Ich bin ah, okay. äh, vor drei Jahren Veganer geworden und äh, diesen Energieschub, den ich dadurch bekommen habe, hätte ich nie für möglich gehalten. Das ist unglaublich. Also ich, ich weiß für mich selber, ich weiß nicht, wie das auf andere sich auswirkt, aber für mich selber weiß ich, dass tierische Proteine mir die Energie geraubt haben, anstelle sie mir zu geben. Und seitdem ich die nicht mehr zu mir nehme, habe ich nochmal viel mehr Energie. Ja. Macht sich das auch auf äh, positive? Ist das eine positive Auswirkung auf deine Arbeit mit der Musik? Bestimmt. Also ich denke auch, dass es alles miteinander irgendwo verbunden ist. Und Musik ist, hat ja auch viel mit Energie und, und einem Vibe zu tun, den du überträgst und vermittelst irgendwie. Gesunder so Geist, gesunder Körper. Ja genau. Mindestens. Und äh, ich, ich bin halt der Ansicht, dass in tierischen Proteinen äh, eine Menge Leid drin ist und die du dir zuführst und dass das dann auch irgendwo in dir ist. Das kann man jetzt als esoterisch ansehen oder nicht, aber äh, das ist für mich für mich so eine kleine Erklärung auch. Ja. Okay. Ähm, aber jetzt einmal Hand aufs Herz, ganz ehrlich gesagt. Jetzt mal kommen wir wieder weg von dem Thema. Mhm. Ähm, ich hatte mal ein bisschen versucht zu recherchieren, letzte Chris Lieben nummer wann habe ich die denn jetzt eigentlich gekauft? Zwei, drei Jahre ist es ja. Als Remixer, glaube ich, hast du zwischendurch dann nochmal was ja. äh, vertont. Äh, woran liegt das? Ähm, ich hatte irgendwann eine Phase wo ich überhaupt nicht mehr glücklich war mit dem, was ich produziert habe. Alles, was dabei rauskam, was ich hier gemacht habe, irgendwie, wenn ich mir das nächste Tag angehört habe, hat sich das langweilig angehört, ich hatte keine Inspiration. Die hat sich komplett verlagert auf mein DJing. Äh, umso mehr ich wusste, was ich bei meinem DJing mache und umso mehr Möglichkeiten ich erkannt habe, wie ich irgendwie meine Sets gestalten kann, umso weniger hatte ich das Gefühl, äh, kriege ich das irgendwie im Studio hin. Und äh, dann habe ich auch meinen kompletten Fokus und Energie auch auf, ähm, auf, äh, auf das DJing gelegt. Und ähm, das hat auch mir einen Riesenschritt weitergebracht, also mich einen Riesenschritt weitergebracht, gerade was die Technik und sowas angeht. Und äh, habe das einfach hier mit dem Studio ein bisschen vernachlässigt. Und habe auch gesagt: Ach, weißt du, ich muss mich nicht dazu zwingen irgendwie. Ähm, ich mache einfach äh, so, wie es kommt. Also wenn jetzt irgendjemand zu mir sagt in zwei Jahren mir du bist jetzt out weil du hast zwei Jahre keine Platten produziert dann ist mir das auch egal dann ist es so ich will mich nicht dazu zwingen und, und ich will auch nicht Sachen veröffentlichen mit denen ich selber nicht glücklich bin das habe ich oft genug gemacht und okay. und äh, habe mir gedacht irgendwann wird es wieder zurückkommen und ich habe dann jetzt auch schon vor drei vier Monaten gemerkt deswegen steht auch schon wieder ein Keyboard hier äh, dass ich, ich langsam jetzt wieder langsam Lust habe geschlichen hab, <laughs> ja, dass ich jetzt langsam wieder Lust habe und um hier irgendwie Sounderzeuger auch ins Studio zu bringen weil ich habe das Studio eigentlich in den letzten drei Jahren mehr oder weniger nur dazu benutzt vielleicht mal ein Zwei Edits zu machen, mal einen Remix, mich an einen Remix ranzutrauen, wenn ich direkt wusste, ich hatte eine Idee. Äh, wobei ich die Remix, die ich gemacht habe, eigentlich eher als Edits ansehe, weil mhm. da nicht unbedingt so viel verändert ist, einfach nur, ich sag mal, meinen Stempel drauf gedrückt. Und ähm, äh, habe meine Zeit darin investiert, eigentlich äh, am Label zu arbeiten. Also ich habe sehr viel Zeit hier im Studio verbracht. Äh, das äh, das ist jetzt nicht der Punkt, dass ich keine Zeit für Studio hatte. Ich habe sehr viel Zeit hier verbracht, habe aber Dinge für andere Künstler abgemischt. Gerade die ganzen Alben, die auch auf CLR rauskamen. Mhm. Angefangen mit Tommy for Seven, Monolog, äh, das Motor Album, äh, eigentlich alles Drum Cell Album. Es wurde alles hier komplett nochmal neu abgemischt. Und äh, das ist eine Riesenarbeit und das hat aber auch unglaublich viel Spaß gemacht. Und dadurch habe ich viel gelernt. Und ich glaube, was, was ich dort gelernt habe, äh, hilft mir jetzt wieder, inspirierend auch Musik zu machen oder inspiriert Musik zu machen. Ja. Mhm. Ähm Du hattest jetzt gerade selber gesagt, die Labelarbeit für mhm. dein Label CLR, äh, Create, Learn, Realize. Ähm, wo wir jetzt schon bei deinem Label sind, wenn du dir dein Label als eine Art Person vorstellen würdest, ist jetzt wird's auch ein bisschen esoterisch. Mhm, ja. äh, welche drei Eigenschaften würdest du dieser Person zuschreiben? Um, wow. Das ist eine gute Frage. Welche drei Eigenschaften? Also, ich hatte zum Beispiel jetzt für mich äh, hatte ich talentiert gesagt. Wenn man jetzt ja? zum Beispiel, ja, also ich hatte es hier jetzt zum Beispiel so eine Art Talentschmiede angesehen, weil viele Leute, die bei euch dann eingestiegen sind, hatte ich das Gefühl, dass dann so ein richtiger Schub auch kam, mhm. auch von äh, den Artists selber, wie eben das gesagt, Tommy47, Brian C. Drums, Monolog, babababab. Das stimmt schon, ja. Ähm, aber ich glaube, das liegt auch sehr an den Leuten selber. Also, ich, es ist ja nicht so, dass äh, man irgendwie auf irgendeinem bekannten Label veröffentlicht und dadurch irgendwie einen Schub bekommt, sondern es liegt ja auch daran, was dann veröffentlicht ist. Gut, vielleicht liegt es auch in der Zusammenarbeit, weil äh, ich bringe ja inzwischen auch hier irgendwie über 20 Jahre Erfahrung mit und das hilft manchmal auch neuen Leuten irgendwie, dass man die Fehler nicht macht, die man früher mal gemacht hat irgendwie und sich darauf konzentrieren kann, was wirklich gut ist. Ähm, drei Eigenschaften. Ähm, Variabel, das ist eine Eigenschaft, die ich gerne hätte für das Label, also, weil ich möchte ein bisschen variabler in der Musik werden. Und das merkt man auch, gerade bei so einem Monolog-Album hat man gemerkt, da sind mehr Vocals dabei. Beim Drumcell-Album, da war eigentlich kein einziger Track mit einem geraden Beat drauf, sondern alles äh, mehr oder weniger Broken Beat und äh, trotzdem irgendwo spielbar. Das heißt, ein bisschen variabler ist alles geworden, breitflächiger. Ähm, äh, mir fällt eigentlich Bass dazu ein oder Stärke, eine gewisse Stärke mhm. ist dabei. Das ist ein anderes, äh, eine andere Eigenschaft, die die, die Person hätte. Äh, weil Bass ist für mich unglaublich wichtig. Die runteren Frequenzen sind, sind die, die schieben, sind die, die eigentlich den Groove mit erzeugen und die, die dich eigentlich auch bewegen auf der Tanzfläche. Ich bin, ich bin weniger der Freund von vielen äh, Melodien oder, oder sowas. Deswegen, klar, das war immer so mein Ding irgendwie, dass ich immer das Problem hatte. Äh, wenn, wenn es zu kommerziell wird, kann ich damit nichts mehr anfangen. Das heißt, wenn es zu offensichtlich wird hm. und äh, es soll irgendwie so versteckt im Bassbereich rüberkommen, die, die Emotionen und sowas. Und daran arbeite ich eigentlich jetzt schon seit langer, seit langer lange Zeit. Und es entwickelt sich aber und es wird immer auch immer besser. Und äh, äh, da äh, fangen auch die Leute langsam an, Unterschiede festzustellen, dass es nicht nur irgendwie. Eins, zwei, drei, vier Bassdrums sind, die auf die Fresse sind, sondern dass da auch noch ein bisschen mehr dahinter ist, äh, gerade in den Grooves. Und äh, emotional wäre auch eigentlich ein mhm. anderer. Es bringen auch die wenigsten mit so Techno in Verbindung, aber mhm. ich finde äh, dieses Techno, wie es sich momentan entwickelt, extrem emotional. Also gerade beim Spielen habe ich letzte Zeit sehr viele Momente, wo du einfach echt Gänsehaut kriegst, weil du denkst, wow, in dem Moment sind alle irgendwie eins. Wir weißt du? sind mhm. alle irgendwie, sind wir auf der gleichen Welle gerade unterwegs. Ne? Das ist echt super. Du hast gerade das Album von äh, Tommy for Seven ja auch schon angesprochen, mhm. OX, äh, ist jetzt auch auf Vinyl erschienen und das ist mittlerweile... Aber das ist jetzt die neue Single. Die das ist die Single, die jetzt rausgekommen ist, ja. okay. Er ist aber äh, mittlerweile das 80. Vinyl-Release ja. auf CLR. Ja. Ähm, Vinyl ist ja auch deshalb nach wie vor ein großes Thema bei euch und wenn man jetzt so eine Art ähm, Zeitstrahl oder so, so eine Relation sieht, hier mhm. haben wir ähm, äh, die Wirtschaftlichkeit auf der einen Seite und die Herzensangelegenheit, die hätten wir auf der anderen. Wo würdest du da die Vinylproduktion bei euch einpendeln? Wenn du den fragst, der, der die Abrechnung für mein Label macht, <lacht> <lacht> dann liegt das komplett irgendwie auf der Herzensangelegenheit. Also da ist nichts mit Wirtschaftlichkeit. Obwohl es inzwischen so ist, dass du, ich meine, klar, die Zahlen von früher, wo, wo wir noch bei Prime vertrieben wurden, noch vor 2000, 99, mm. 2001, 2002, wo du teilweise mit einer Vinyl 20.000, 30 30.000 Platten verkauft hast. Ja. Heute pressen wir so um die 300. Und pressen vielleicht nochmal 300 nach. Die sind aber dann ausverkauft. Das heißt, das, ist, das geht mehr oder weniger null auf null auf, wenn es um die reinen Presskosten geht. Aber das ist natürlich dann nicht die ähm, vier Farbcover dabei, dass es schön aussieht. Das ist eine Herzensangelegenheit. Aber das ist nicht nur eine Herzensangelegenheit, ich sehe das auch so, also so ein bisschen als Mischkalkulation, weil es gibt noch viele Vinylliebhaber da draußen. Mhm. Äh, wo seid ihr eigentlich alle? Weil ich, ich sehe immer nur, dass die Platten verkauft werden, aber ich weiß nicht, wohin. Und ich wundere mich dann in den Clubs, wo ich komme, spielen alle mit Traktor ich denke mir, wer kauft eigentlich die ganzen Platten? Aber sie werden verkauft. Irgendjemand ist da draußen, der noch mindestens drei bis 500 Platten von jedem Release kauft. Also ich habe gerade auch gestern mit Juan Pablo vierter gesprochen, der ja. Mindtrip-Label macht. Und mit dem habe ich jetzt gerade eine neue Nummer rausgebracht, an der wir aber drei Jahre saßen, ähm, <laughs> die uns immer hin und her geschickt haben. Und er hat gesagt, er hat jetzt gerade 600 Minutes davon verkauft. Ich so, wow, Wahnsinn, sehr ja. toll. ist ja... Toll. Das ist ja da überlege ich mir, wer kauft denn so eine Vinyl? Das finde ich absolut faszinierend. Das finde ich super. Aber dafür äh, mache ich das auch und, und vielleicht, weil ich auch noch aus dieser alten Zeit komme, ist das noch so ein Überbleibsel irgendwie. Ähm, und ich denke, wir machen das wirklich noch so lange weiter, solange wirklich noch mindestens mal 300 Leute sowas kaufen. Ja. Ja. Vielleicht geht es dann auch noch bei 200, aber dann irgendwann macht es wirklich gar keinen Sinn mehr. Dann mhm. musst du irgendwann sagen: Okay, jetzt ist dieses Medium auch langsam vorbei. Wobei ich bei, sage ich mal, Alben immer ein Vinyl noch machen wollen würde, Ja, definitiv. Ähm Warum auch immer, aber trotzdem, <laughs> Herzensangelegenheit. Eindeutig auf ja. der Seite. Ähm, du hast ja deine ersten Labelerfahrungen in Frankfurt auch äh, gesammelt, mhm. bei dem äh, ersten oder eines der ersten Labels von Sven Fate, das war ähm, das äh, IQ, Hardhouse mhm. äh, genau. Records. Ähm, was sind äh, das für Erfahrungen, die du heute auf deine Labelarbeit noch mit rübernehmen konntest? So direkt eigentlich wenig, weil, weil das war eine ganz andere Zeit, da lief hm. das alles ganz anders. Ähm, IQ Harthouse, meine Güte, als ich da angefangen äh, habe zu arbeiten, das war in äh, 1996, 19, nee Quatsch, 95, 95 oder 96 war das, glaube ich, da war, da war das eine komplette Etage in, äh, in Offenbach, in der Strahlenberger Straße, da haben da, glaube ich, 30 Leute gearbeitet für so ein Label. Ja? Das war totaler Wahnsinn, das können Sie mir überhaupt nicht mehr vorstellen. Ja. Aber ich glaube, damals und IQ haben da auch wirklich Stückzahlen verkauft. Das, das ging ja auch wirklich alles richtig gut. Da war das eine richtige Firma. Heutzutage ist es eigentlich, was unser Label angeht, sind wir hier so ein drei-vier-Mann-Betrieb. Und das finanziere ich eigentlich. Das wird nicht aus dem Label finanziert. Also das finanziere ich durch meine auch durch meine meine DJ-Gagen. Das Label würde sich nie in dem Sinne so tragen. Aber das ist halt wiederum. Da sind wir wieder bei der Herzensangelegenheit dass ich das unbedingt auch machen will, dass es für mich ganz wichtig ist. Ich will ja auch was dieser, dieser ganzen Szene geben und ich will ja auch äh, irgendwie mich ausdrücken können. Und dafür äh, habe ich auch schon immer ein Label gebraucht irgendwie. Und das ist heute ein bisschen der Unterschied. Damals war das Label eigentlich aufgestellt, weil da so viele Künstler waren, die unbedingt was veröffentlichen wollten. Und ich weiß noch, wie zu äh, Pauli und Good Groove ähm, äh, die ganzen Demos äh, kamen und die stundenlang da hinten saßen und, und äh, sich das Zeugs durchgehört haben, weil damals halt noch nicht jeder ein Label hatte. Mhm. Und da war das Label eher die Funktion, wir wollen die besten Sachen veröffentlichen. Und heutzutage ist, glaube ich, ein Label eher die Funktion, wir haben unseren Kreis von Künstlern, wo immer wieder mal ein paar neue dazu kommen und auch immer ein paar von außen äh, immer mal so ein One-Off-Release haben, aber wo du eigentlich deinen Sound irgendwie entwickelst und deine Künstler entwickelst. Ich meine, das ist damals auch, also damals auch passiert, definitiv, aber in einem ganz anderen Level. Heute ist das eigentlich äh, so, ja, wir sind wieder bei Herzensangelegenheit. Aber wo wir gerade so schön in alten Erinnerungen äh, mhm. schwelgen. Ähm, ich habe hab das Gefühl, dass Radiosendungen oder generell Podcasting, die besonders am Herzen liegen, mhm. du hast ja einmal immer wieder montags auf CLR, hast du deinen montaglichen Podcast. Genau. Und dann ähm, gab es noch die Sendung Pitch Control auf HRXXL. Ähm, im, Im Fernsehformat hattest du dann auch ähm, deine Sets gespielt. Und da hatte ich mich gefragt, ob du vielleicht auch diesen Spirit von diesen 90er Jahre ersten äh, Rave-Sendungen wie Rave Satellite... Ob du das damals auch schon irgendwie mitverfolgt hast oder woher kommt deine Begeisterung? Eig für, Eigentlich äh, gar nicht. Ich hatte, ähm, äh, ich glaube, die Begeisterung kommt daher, dass ich gerne irgendwie rede und viele sollen zuhören, obwohl ich nichts zu sagen habe. <laughs> ähm, und es fing damit an mit äh, ähm, Evo Sonic in Köln damals. Ähm, das war dieser, dieser, dieser Radiosender, äh, der auf, erste, der erste Satellitenradiosender, der sich rein nur auf elektronische Musik konzentriert hatte damals. Das war war das? Äh, 97, glaube ich. Genau. Und da war der Mike S. für zuständig. Der war früher ja auch Cyberdelics Cyber bei Harthaus und ein, äh, ein guter Bekannter von mir. Und der hatte mich dann zu seiner Sendung mal eingeladen. Bin ich nach Köln gefahren und war dann da und war dann stand dann vor dem Mikro und hatte Radio und habe das alles gesehen und ich dachte, sensationell, das will ich machen, das macht ja richtig Spaß. Und dann habe ich einfach spontan, glaube ich, seine Sendung übernommen. Und nächste Woche hatte mich dann angerufen, du hast nicht Lust, eine eigene Sendung zu machen. Und so hatte ich dann zwei Jahre lang jeden Freitag von, wann war das? 19 bis 23 Uhr oder von 17 bis 21 Uhr, ich weiß nicht mehr genau, wie die Zeiten waren. Vier Stunden jedenfalls am Freitagabend eine Sendung dort gemacht, live. Das heißt, immer von Frankfurt nach, äh, nach Köln gefahren und äh, die Sendung gemacht und dann danach immer irgendwo noch auflegen gegangen. irgendwie. Und das hat einen Riesenspaß gemacht. Das, das fand ich super. Ich äh, konnte meine Musik spielen, konnte den Leuten irgendeinen Krempel erzählen und, und äh, du hast dann Faxe bekommen aus Mallorca. Weißt du, da war ja noch kein Internet irgendwie. So, ja. hallo, spiel doch mal das. Und hey, hört sich gerade toll an. Weil es halt ein Satellitenradiosender mhm. war. Ja, auch alles noch vor Internetzeiten und so. Und äh, Anrufe, dann hast du irgendwann mal die Nummer durchgesagt, dann konntest du Anrufe, hast Leute durchgestellt. Und ich fand das super aufregend, das war nicht total klasse. Dann war diese Zeit leider vorbei, weil Sonic pleite ging und weil es nicht mehr weiterging. Und dann fing es mit HXXL an, dass äh, wir hier, ähm, ich glaube damit hatten wir 2000 angefangen, mit Pauli zusammen, äh, Donnerstags äh, eine Sendung machen konnten hier. HXXL, das ist der Sender, der jetzt UFM heißt irgendwie. Und das haben wir drei Jahre gang, gemacht dort. Und hat uns auch einen Riesenspaß gemacht. Also wir hatten einen super tollen Spaß. Wir haben immer alle Regeln gebrochen, die der öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt irgendwie hatte. Wir hatten da immer eine Lampe hängen, nach zwei Minuten musste du aufhören zu reden. Die hat dann immer geblinkt, die hat bei uns immer zehn Minuten lang geblinkt und wir haben einfach <laughs> weitergeredet. Und die Leute fanden die, fanden die Sendung auch, glaube ich, gut. Aber im Zuge, dass sie dann äh, die, den ganzen Sender umgestellt haben und den kommerzieller ausgerichtet haben, UFM getauft haben, mussten wir dann leider in den Hut nehmen und gehen. Das war ganz traurig, das war 2003. Und dann habe ich eine Zeit zeitlang äh, weniger gemacht ähm, und das habe ich auch vermisst irgendwie. Also ich sehe dieses Medium als irgendwie ein, weiteren, äh, ein weiteres Werkzeug, um den Leuten was mitzugeben, was du, was du machst und, und äh, wo die Reise hingeht und wie sie sich entwickelt. Und da kam ich dann irgendwann, haben wir Internetradio gemacht? Jede Woche habe ich eine Radiosendung gemacht für, äh, genau, für Global Radio auf Ibiza, Ibiza Global Radio und, und Sonica war das dann das habe ich über zwei Jahre gemacht habe ich mir irgendwann saß ich hier habe ich überlegt sag mal, ich mache diese ganze Sendung jede Woche nur für diese zwei Radiosender das ist eigentlich totaler Quatsch warum nenne ich das Ganze nicht das fing dann so langsam an mit Podcasts warum nenne ich das Ganze nicht einfach Podcast und, äh, und äh, wir schicken das zu jedem der es will also jeder der es haben will irgendwie und so fing das dann an das machen wir jetzt eigentlich schon seit ich glaube knapp vier Jahren mhm. machen wir jetzt jeden Montag einen Podcast ja. und das ist äh, das ist schon richtig Arbeit also es ist schon Fast genauso Arbeit oder wenn nicht sogar mehr arbeite, als das Label inzwischen. Ja. Aber macht auch Riesenspaß. Ja. Ja, hin und wieder sitze ich dann doch da und denke mir: so, Oh Gott, ich muss jetzt wieder, wieder einen Podcast machen. Ich habe doch gerade erst wieder fünf, fünf äh, Flüge gehabt und muss mich jetzt noch irgendwo in ein Hotelzimmer setzen und das alles machen. Aber es, es lohnt sich. Also es ist toll, auch die Reaktion von Leuten zu sehen. Wenn du irgendwo spielst, dann stehen sie da und sagen: Hey, hier und zeigen das Telefon, letzter Podcast drauf und so. Und das ist schon schön. Dann schlagen wir jetzt mal ein neues Kapitel auf. Und mhm. zwar geht es jetzt um deinen DJ-Set. Geht es mhm. ein bisschen technischer, äh, technischer zur Sache. Die Elevator-Kunden, die unsere so Leute sind ja auch immer sehr technisch ähm, interessiert. Und in dem Zusammenhang habe ich eine super eine interessante Aussage von dir in einem Video von äh, Tech Tools gesehen. Ähm, I think producers hate me. Ja. <lacht> <lacht> wieso, wieso denkst du das? Weil ich ja eigentlich keinen Track mehr im Originalen spiele. Also, das heißt, äh, wenn jetzt irgendjemand. Äh, neben mir auf dem in der, im dj bus stehen würde und äh, ich würde seinen Track spielen, dann im ersten Moment natürlich, wenn da als DJ dasteht, als Produzenten, der, der DJ spielt da den Track, dann wissen du natürlich, hey, freust dich, ja hey, super, gefällt dir der? Und dann plötzlich hörst du hin, äh? <laughs> wieso klingt der so anders? Und warum ist denn der anders arrangiert? Und warum läuft denn das jetzt anders? Und warum ist da ein drin, der da eigentlich gar nicht reingehört? Dann, also ich persönlich nicht, mich würde das nicht ärgern, aber ich glaube schon, ein Produzenten, der wirklich sehr darauf bedacht ist, dass seine Produktion nicht irgendwie hier... Irgendwie ähm, verändert wird, äh, der würde mich nicht mögen. Und ich glaube, das ist dann so, weil ich bin eigentlich bin der Ansicht, ich möchte mein Setup im Grunde genommen so gestalten. Das kann man, äh, glaube ich, so leicht formulieren. Ich möchte das Setup so gestalten, dass ich in jedem Moment die Möglichkeit habe, auf die jeweilige Situation einzugehen im Raum, in dem was passiert, im Club, auf dem Open Air oder sonst was. Und das Setup, was ich habe, soll mir das ermöglichen. Und so habe ich auch mein Setup, aus, Setup aufge, ausgelegt. Das heißt, ich spiele einen Track und lege vielleicht einen anderen Bass drunter, äh, mache noch einen Hyatt dazu oder, oder äh, mache noch einen Loop dazu, der irgendwie ähm, was anderes überbrückt und, und, und springt dann auch noch im Arrangement hin und her irgendwie. Ähm, so, dass es, wie ich jetzt gerade das Gefühl habe, wie die Situation jetzt gerade ist, ah, jetzt müsste ein Break kommen, jetzt müsste ich mal ein bisschen tiefer werden. Also bringe ich jetzt ein bisschen die Höhen raus und mache was anderes rein und so. Das heißt, kein Track läuft eigentlich so, wie er mal zu hören war. Und das ist auch wieder das Schöne daran, weil äh, eigentlich jedes Set dadurch komplett anders ist. Nicht komplett anders, weil du spielst ja trotzdem mehr oder weniger die gleiche Musik. Aber ich kann es immer wieder anders kombinieren. Ich kann immer wieder mir neue Möglichkeiten überlegen in diesem Moment. Wie sieht der Setup da konkret aus? Wie kann man sich das vorstellen? Ähm, das ist, äh, ich, hab, ich arbeite mit zwei Computern, wo sich auch viele inzwischen darüber wundern, warum es sind doch die Computer inzwischen so stark geworden, dass man nur noch einen braucht und man kann mehrere Software-Sachen auf einem laufen lassen. Aber das ist für mich auch so ein bisschen so ähm, mein Backup, äh, meine Backup-Idee, wenn ich jetzt wirklich äh, auf so längere Touren gehe, wie jetzt irgendwie jetzt ab morgen wieder zehn Tage und ich würde nur einen einzigen Rechner mitnehmen. Dann begebe ich mich ja irgendwie, denke ich immer, auf Klatter. muss mir irgendwie nur geklaut werden oder fällt irgendwo runter oder einer schüttet ein Glas Wasser irgendwie drauf, während ich gerade spiele. Dann kann ich immer irgendwie weiterspielen. Es geht, weil ich habe zwei Rechner. Auf einem Rechner läuft Traktor und äh, da laufen die kompletten vier Decks auf Traktor. Und auf dem anderen Rechner läuft Ableton Live. Auf Ableton Live habe ich äh, verschiedene äh, äh, Standard-Loops laufen, habe die Maschine angeschlossen äh, von Native Instruments. Und äh, habe als Send und Return mehrere Effekte, die ich über Mischpult rausschicken kann. Und die Kombination von beiden, die sind miteinander gesynkt über Ethernet. Und die Kombination von beiden ermöglicht mir einfach, immer hin und her zu springen, was ich jetzt gerade mache irgendwie. Ich kann auch von Traktor einfach nur mal einen Loop laufen lassen und kann den Rest mit der Maschine arbeiten und kann noch irgendwas mit Effekten dazu basteln äh, und kann damit auch zehn Minuten Spaß haben und es den Leuten langweilig wird. Und kann dann wieder zurück auf irgendwie ganz normale Musik und das wieder vermischen. Und das kann ich immer so machen, wie ich es gerade lustig bin. Wenn ich gerade mal total faul bin oder irgendwie mal aufs Klo muss, dann lass ich den Track laufen und setze irgendwo einen Loop hinten hin und sage, alles klar. Was aber selten passiert, weil ich möchte auch immer was tun. Also ich war immer schon so drauf, dass ich irgendwie nicht so... Schon früher, als ich mit Platten gespielt habe, die Nadel auflegen und dann so sieben Minuten dastehen. Okay, ich mixe jetzt mal die neue rein oder so. Was mache ich in der Zwischenzeit? Irgendwie drehe ich mich um und... Socialize ein bisschen, red mit den Leuten. Das, da war, so war ich nicht drauf. Ich wollte immer irgendwas machen. Irgendwas muss passieren irgendwie. Aber ohne, dass es übertrieben wirkt. Ohne, dass die Leute da stehen, oh Gott, jetzt passiert das. Also, also, <laughs> wie als wird jetzt bei Dubstep zuhören. Ja. Dubstep zuhören, also alle 30 Sekunden irgendwas anderes passiert. Nee, das soll alles schön im Flow sein. Und ähm, äh, ich, ich habe auch Spaß ja daran. Ich möchte, möchte ein bisschen was verändern und so. Und äh, das ist im Grunde genommen, das Setup hat sich so entwickelt über die, ich sag jetzt mal, letzten zehn Jahre hinweg irgendwie. Auch dank der Zusammenarbeit mit vielen Hard- und Softwarefirmen, mit Ellen Hees zum Beispiel oder auch mit Native Instruments viel, die, die dann auch auf die Ideen von den Leuten eingehen, die, auf den Input dann, den ich auch gegeben habe. Ich glaube, ich, ich darf mich damit rühmen, dass Traktor irgendwann mal vier Decks hatte, weil ich gesagt habe, wir brauchen vier Decks. Das fing ja immer mit zweien an. Und ähm, das ist das Schöne. Das ist das Schöne, dass diese ganzen Unternehmen, die auch jung sind in dieser ganzen Szene irgendwie, dass die Hand in Hand mit den Leuten, die draußen wirklich auch gespielt haben, mit was entwickelt haben. Naja, ist es wirklich so aus dieser ganzen Szene aus, raus, heraus entstanden? Ja. Was würdest du denn denken, könnte im aktuellen Elevator-Katalog für Equipment sein, dass ein Setup nochmal bereichert? Zum Beispiel ist jetzt auch ziemlich angesagt, externe Effektgeräte mhm. zu implementieren, auch Gitarren-Effektgeräte, ja. Delays, Reverbs. Das ist genau sowas. Ich habe in der letzten Zeit auch äh, ein bisschen vermehrt äh, drauf geschaut. Äh, Brian zum Beispiel benutzt äh, einige externe äh, von Aventide die externen äh, Hallgeräte und Delaygeräte und sowas. Da gibt es jetzt diese kleinen, ich weiß gar nicht genau, wie die heißen. Die sind sehr interessant. Oder auch, äh, ich sehe auch ein Dice oder ein Ritchie viel mit äh, Fußpedalen spielen. Weil, äh, mir fehlt auch manchmal eine Hand irgendwie. Mm. Und dann denke ich mir auch mal, vielleicht sollte ich auch noch irgendwie so ein Pedal mit integrieren oder dadurch mit einem Gitarreneffekt irgendwie sowas. Äh, aber dafür brauche ich langsam drei äh, Aux und Sense, Sense mm. eigentlich. Äh, aber da steht auch bald was an äh, am Horizont mit... Mit neuem Equipment. Von daher ist die Entwicklung geht immer weiter. Ja, und ich glaube, im, äh, das Schöne ist äh, auch, auch bei Elevator, du, die, die Entwicklung in den ganzen Firmen ist so toll. Auch die kleinen Firmen, die bauen inzwischen so tolle Geräte äh, und oft mit, mit so einer guten Qualität, dass jeder für sich und das ist ja das Schöne, jeder individuell für sich kann sich was zusammenstellen, ähm, was, äh, was, was für ihn taugt irgendwie. Mein Setup ist relativ komplex, also das ist nicht jedermanns Sache. Uh, andere DJ-Kollegen sagen, du spinnst mit dem ganzen Zeugs irgendwie und die ganzen Kabel und das und jenes. Uh, aber mir macht es halt Spaß und ich, ich nehme diese Extraarbeit auf mich. Um, aber ich sehe auch inzwischen, dass es mit weniger um, auch viel zu machen gibt. Um, vielleicht sollte ich da auch langsam mal die Augen aufmachen und vielleicht... Uh, mein Tourmanager auch mal happy, wenn nicht mehr so viel <laughs> Zeug schleppen, schleppen muss hat, ja. <laughs> äh, Was würdest du denn der Elevator-Kundschaft empfehlen, die auch wie ähnlich wie du vielleicht diesen Step weitergehen wollen, die auch so eine Verschmelzung aus Live-Act und dj -Sets, so würde ich mir das mhm. jetzt vorstellen, auch diesen Schritt gehen wollen? Ähm, also, wie gesagt, zwei Computer sind nicht notwendig unbedingt. Das ist so was, äh, wo ich auf Sicherheit ausgehe. Die Computer heutzutage hier, ja, einfach so ein MacBook Air oder sowas, äh, was es inzwischen, sag ich mal, relativ günstig gibt, sind so unglaublich. Äh, Powerful, das, äh, äh, da brauchst du nichts mehr anderes. Da kannst du zwei, drei Software-Sachen nebeneinander laufen lassen. Das heißt, ähm, äh, ich würde vorschlagen, wenn Leute schon irgendwie äh, äh, Erfahrung haben im Produktionsbereich und natürlich irgendwie mit Ableton, mit Logic oder sonst was arbeiten, ähm, dann äh, klar, sowas erstmal äh, mit, verbinden mit einer Software, DJ-Software. Sei das heißt es jetzt Traktor, Serato oder was es sonst noch alles so gibt. Und es gibt auch inzwischen auch wirklich tolle, viele Controller, äh, egal von welcher Marke. Ich glaube auch, Reloop und sonst was, die bauen alle inzwischen super Controller, ähm, die äh, alle ihren Job machen. Und ich glaube, man sollte viele Dinge erstmal ausprobieren. Mhm. Also, man muss sich jetzt nicht hinsetzen und sich sofort irgendwie das teuerste Equipment kaufen oder sonst was. Das ist unbedingt gar nicht notwendig, ähm, sondern äh, ausprobieren. Mit Freunden zusammen. Einfach mal Sachen auch vielleicht sich ausleihen irgendwo und gucken, wie man das zusammenkabeln kann, das zusammenkabeln kann. Experimentieren, das ist das. Und das ist das, was ich auch immer gemacht habe. Rein warum experimentieren? Ich weiß noch an die Zeiten mit äh, mit Speedy J irgendwie, als wir mit dem das Kollapsprojekt Projekt 2006 gestartet haben. Da saßen wir teilweise echt äh, Tage und Nächte lang zusammen mit äh, bergeweise Kabeln, fünf Computer nebeneinander mit Soundkarten und haben überlegt, wie wir Sachen miteinander verbinden, damit hinten was irgendwie was anderes rauskommt, als wir es vorher reingeschickt haben. Irgendwie. Und äh, da kommst du auf Ideen. Das ist, es. Es ist. Abgucken kann man sich natürlich was, aber im Endeffekt selber experimentieren. Und wenn wir jetzt mal in die Wahrsagerkugel so ein bisschen schauen, oder du besser gesagt, mhm. was wir, ähm, wie die Zukunft des DJing aussehen könnte, da habe ich mal so vier Produkte ja. so ausgedruckt, also in Printform mitgebracht. Ähm, hier haben wir zum Beispiel äh, den S8 von mhm. Native Instruments, also so ein Controller. Flaggschiff All in One strebt auch so eine, so eine ähnliche Symbiose an Live Act und DJ Set an, ja. was du ja. so hast. Könnte das die Zukunft des Auflegens sein? Klickst du mal hier mhm. <laughs> Aber Mittlerweile hat sich hier hinten meine ganze iTunes-Box geöffnet. Das ist sehen. Das ist das so hören. Ja, ja. Ja, das richtig gut, immer schön Ich gesehen, oh, Billy Idol. <laughs> äh, ja, den nächsten Verdächtigen kennt ja. du diese Person. Aha, <laughs> ja. Das ist ein Reloop RP8000-Turntable. Ein Hybrid-Turntable wird das äh, genannt, weil du hier noch die Möglichkeit hast, deine Cues und Samples von deiner DJ-Software anzutriggern. Wow. Könnte das die Zukunft sein? Mhm. Dann haben wir hier noch ein Flaggschiff. Ähm, DJSZ. Einfach vom Pioneer, einfach alles dran. Könnte sowas vielleicht im Club demnächst stehen? CDJs weg, einfach das Ding, bum hin. Clubbesitzer hat Ruhe. Und das nächste Ding ist noch ein ganz neuer Trend. Das ist ein, ein, ein Controller von, von Reloop, Speedpad. Und der bietet die Möglichkeit an, mit Spotify mhm. auf Millionen von Daten via mhm. Internet direkt zuzugreifen. Mhm. Das heißt, du brauchst keine Library mehr, der schlägt dir auch Sachen vor, die zusammenpassen mhm. und das alles in äh, Controllerform. Mhm. Werden wir davon mehr sehen. So, jetzt hast du wie bei 1, 2 oder 3 hast jetzt vier Türen zur Auswahl. Also ich, äh, ich äh, spontan finde ich am interessantesten das hier. Okay. Weil äh, ich glaube in langfristiger Zukunft irgendwie sind wir sowieso im internet permanent connected und man muss seine library gar nicht mehr mitnehmen du hast irgendwo in der cloud deine ganzen sachen und du bist sowieso direkt online und äh, so von, von der reinen philosophie her gesehen äh, würde ich sagen das ist eher das was in diese richtung geht weil äh, worum es mir persönlich geht weiß nicht, worum es anderen geht aber mir persönlich geht es beim djing darum äh, spontan reagieren zu können und agieren zu können was mir gerade in den sinn kommt zu machen. Ja? Und ähm, dafür, wenn du natürlich im Internet mit dem Internet verbunden bist, du hast Unmengen von Möglichkeiten, Daten und sonst was, äh, dann äh, äh, kannst du natürlich ähm, auch alles machen, was du willst. Weil du hast ja, hast ja alles da. Diese Sachen in Echtzeit zu manipulieren, darum geht es. Dass, dass du hingehen kannst und einfach nur noch denken kannst, ich möchte jetzt, dass da irgendwie so ein Sweep entsteht. Dann entsteht er. dann kriegst du den. Zack, zack, zack. Kriegst du das alles zusammen. Ähm, Plattenspieler. Ich glaube, das ist immer noch ein Übergangsding. Genauso wie das mit Traktor und Final Scratch damals war, oder Traktor immer noch mit Plattenspielern mhm. funktioniert irgendwie. Das habe ich ja auch eine Zeit lang gemacht. Das ist eine Übergangslösung. Das ist keine richtige Lösung, das ist einfach nur eine Übergangslösung, die, die, die helfen soll, die auch mir geholfen hat, irgendwie von dem einen Medium langsam ins andere über, rüber zu kommen. Und so gerne ich Plattenspieler habe, so, so gerne jeder Plattenspieler hat irgendwie, die. die die schon ein bisschen älter sind, schon länger dabei sind irgendwie, weil einfach noch so ein Herzensangelegenheit ja, mhm. dafür den, hast, den wird das wehtun, aber die, neuen, die neue Generation, die können mit ja Plattenspielern nichts mehr anfangen. Das ist ja auch alles inzwischen alt und in 10, 20 Jahren wenn wir uns auch drüber nicht mehr großartig unterhalten. Dann wird das auch so ein Medium sein wie damals Shellac oder sowas. Mhm. Ja, als Shellac vom Markt ging, waren da saßen aber bestimmt auch viele Leute rum und gesagt, oh, jetzt geht die Musik <laughs> zu Ende und alles ist am Ende und Shellac will keiner mehr. Ähm, diese ganzen Controller hier äh, sind, sind auch super. Und wahrscheinlich sehr hilfreich, was mich daran einfach stört, ist, dass viel zu viel vorgegeben ist. Irgendwie. Mhm. Ähm, obwohl du dir natürlich auch noch selber irgendwie belegen kannst und andere Mappings drauflegen kannst oder sowas. Ist das äh, wunderbar für, ich sag jetzt mal vielleicht für Hochzeits-DJs? Das, das soll nicht abwertend klingen. Ähm, überhaupt nicht. Also ich habe auch schon mal eine Hochzeit gespielt. Das ist eine extrem große Herausforderung. Aber äh, so ein All-in-One-System, womit man das einfach hingehen kann, aufstellen und ich, ich fange jetzt an zu spielen. Ich mag es gerne individuell, individueller, mhm. deswegen stelle ich mein Setup ja auch individuell zusammen und achte jetzt nicht großartig auf Marken oder sowas, sondern versuche einfach nur das zu kriegen, was irgendwie für mich am besten passt. Aber so grundsätzlich, glaube ich, geht es in die Richtung, dass du permanent online bist und einfach ein System hast, das dir erlaubt, äh, völlig frei zu agieren, dass man im Endeffekt noch nicht mehr, mehr wirklich Tracks spielt, also gar keine Tracks mehr hast, sondern nur noch Elemente, die du verbindest und, und dadurch Emotionen und, und, auch, und, auch, äh, und auch irgendwie Atmosphären erzeugst. Ja. Die müssen vielleicht auch sind die Controller irgendwann gar nicht mehr wirklich Kontrolle, die du anfasst, sondern einfach nur noch so. Gibt's auch schon verschiedene Lösungen, habe ich auch schon mal gesehen, die, ja. in die Luft hm. hängst und sagst, hier will ich jetzt eine Bassdrum, da will ich ein Hi-Hat, so, okay. hier soll eine. Wie sollen eine, eine, eine sphärische Stimme reinkommen? Machst du so oder so? <laughs> ja? Und dann stehst du irgendwann da wie so ein Dirigent eigentlich. Ja. Schlagen wir das nächste Kapitel auf. Jetzt sind wir im Producing angelangt. Hatten wir eben ja schon mhm. festgestellt, was auch der Grund dafür ist, dass man letzte Zeit nicht mehr viel von dir, was an eigenen Tracks anbelangt, gehört hat. Im weitesten ja. Sinne. <laughs> was für Equipment ist denn dennoch? Weil es hat sich ja schon so angehört, dass du da auch demnächst wieder... Ja. Vollgas geben möchtest. Ja. Was für Equipment wäre denn da für dich da der Dreh- und Angelpunkt in deiner Produktion? In der Produktion der Dreh- und Angelpunkt ist erstmal die Soundanlage. Die Das ja. sind für mich einfach äh, für das Endprodukt super wichtig. Ja. Am Anfang natürlich nicht. Ich habe mich auch langsam daran gewöhnt, schon äh, mich im Flieger an meinen Laptop zu setzen und meinen Kopfhörer was vorzubereiten. Aber für mich ist Klang extrem wichtig. Von daher ähm, ist, ist eine, eine gute Anlage irgendwie, wo du produzierst, äh, finde ich. Für, für mich persönlich wichtig, für andere vielleicht weniger, die sagen, machen auf Kopfhörern irgendwas und hoffen dann auf das Mastering, dass es irgendwie alles rettet. Aber ich finde erstmal eine gute Anlage, weil das ist auch inspirierend, wenn ich irgendwie in kleinen, kleine Feinheiten drehe und ich kann die hören, dann weiß ich auch, oh und darauf kann ich das aufbauen, darauf kann ich das aufbauen. Das ist bei mir der Fall so. Und dann auch immer noch Geräte, obwohl vieles auch intern läuft und auch inzwischen die Digitaltechnik so weit ist, dass, du, also dass mir keiner mehr kommen kann sagen, nur analog klingt doch so viel besser. Das ist inzwischen nicht mehr der Fall. Äh, ähm, dass du trotzdem Geräte hast, wo du Hand anlegen kannst. Und es kommen ja auch wieder viel mehr auf den Markt Geräte, wo du Hand anlegen kannst, wo du Knöpfe drehen kannst, wo du weißt, was hinten rauskommt irgendwie. Mhm. Und auch äh, vielleicht Geräte, die dich auch absichtlich wieder limitieren. Das heißt, du greifst wieder zurück auf alte analoge Geräte, wo du einfach nicht so viele Möglichkeiten hast, mhm. und nur wirklich irgendwie so ein bestimmter Bass rauskommt, den du irgendwie ein bisschen modulieren kannst aber äh, der, der, der dich trotzdem, wo das Gerät an sich dich einfach inspiriert und was, was irgendwann damit macht. Und viele unterschiedliche Dinge davon. Das heißt, äh, wir haben hier das Glück, dass wir so eine studio äh, Gemeinschaft sind, was wir vielleicht auch schon im Hintergrund gehört haben, wenn da die Leute rumkruscheln und so, ähm, dass also, wir uns auch teilweise hier Ideen, nicht nur Ideen austauschen, sondern auch Geräte austauschen. Der kauft ein neues Gerät, Brian ist auch so ein totaler Analogfreak und hier Peter auch nebenan mit, äh, mit Modularwänden und sowas, da sind die völlig krass unterwegs. Und dass du dann da sitzt, so wow, das gerade Modularwand, das sind hier so eigentlich bei allen, die ich kenne, total im Kommen. Jetzt bei mir nicht, weil ich irgendwie gerade keine Zeit habe, mich drum zu kümmern und so eine Modularwand bedarf extrem viel Aufmerksamkeit. Ähm, aber äh, das sind alles so Sachen, die, glaube ich, immer wichtiger werden, gerade so um sich abzuheben von diesem Standard-Sample-CD, äh, wir bauen jetzt ein Techno-Track zusammen, Ding. Das hast du ja eigentlich relativ häufig und ist auch wirklich teilweise sehr, sehr erfolgreich. Aber das ist nicht unbedingt der Weg, den ich finde, den. den Jemand gehen sollte, der irgendwie ein bisschen anders sein will, der irgendwie sein eigenes Ding machen will. Was würdest du da Einsteigern da raten? Vielleicht zum, zum, äh, zum Ausprobieren und zum Anfangen sind, sind so Sample-CDs eigentlich super. Ja, bestimmt, mhm. klar. Natürlich, sehr hilfreich. Und die ganzen, es gibt ja inzwischen auch äh, viele äh, äh, Musikmach-Software oder Editors irgendwie wie Fruity Loops oder sowas, die wirklich klein und billig angefangen haben aber mhm. inzwischen auch wirklich sehr, sehr, sehr äh, stark sind und sehr, sehr gut geworden sind. Truncate zum Beispiel oder Audio Injection hm. macht alles mit, mit Fruity ja. Loops. Ja. Und es ist sensationell, was der macht. Also, es kommt nicht darauf an, was für, eine, was für ein Equipment du benutzt äh, oder was für eine Software du benutzt, sondern eigentlich Videos benutzt. Und äh, deswegen, das ist so der Tipp für neue Leute die neu einsteigen. Irgendwie geht nicht direkt hin und gibt unglaublich viel Geld für die teuersten Sachen aus, sondern holt euch erstmal so eine Free Software und guckt mal, was ihr damit machen könnt. Weil, wenn einer damit schon was Gutes machen kann, dann ist das doch schon mal ein Zeichen, dass man weitermachen kann, irgendwie. Aber wenn man da schon dran scheitert, wenn es irgendwie so um eine billige Software geht, dann, äh, dann sollte man vielleicht doch noch sich was anderes machen. <laughs> Ein anderes Hobby suchen. Ja, genau. ja. abschließend zum Interview habe ich jetzt noch eine Kategorie dies und das. Mhm. Da habe ich noch eine Frage für dich. Und zwar ist das jetzt, glaube ich, ein Fremdwort, wenn du das hörst. Das heißt äh, Freizeit. Ah. Wie, <laughs> Wie sieht der, äh, der Liebling in dem Alltag aus, der Alltagsliebling? Äh, wenn man kein Gig ansteht, wenn man keine Labelarbeit ansteht. Ach, den den gibt es echt. Den, ja. Den gibt's halt nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein totaler Workaholic bin, weil ich kenne Workaholics. Ich kenne Leute, die wirklich extrem viel arbeiten und extrem viel auf die Beine stellen. Ähm, Richie Horton zum Beispiel ist so ein Fall. Der, der begeistert mich immer wieder. Er ist unglaublich. Er ist so voller Energie und er sitzt wirklich äh, ist sogar mittags am Strand auf Ibiza und hat seinen Laptop da und schreibt E-Mails an Leute, wo er noch letzte Nacht irgendwie gespielt hat und hat schon wieder Gedanken und Überlegungen, wie man das neue wieder alles richten kann. So bin ich nicht unbedingt drauf. Von daher. Ich versuche mein Leben relativ, relativ, so gut wie es geht, gemütlich anzugehen. Sage ich, mal. ich habe zwei Kinder, sie sind fünf und acht und wann immer es auch geht, verbringe ich mit denen auch 100 Prozent Zeit, also ohne, dass ich jetzt irgendwie mein Telefon dabei habe oder sonst was. Das ist so eigentlich der freizeitliebing und ansonsten gibt es den eigentlich nicht wirklich. Das ist, ich, ich gönne mir mal im Sommer ein paar Tage am Strand irgendwie und im Winter gönne ich mir Skifahren. weil ich ich bin schon seit Klein Kind irgendwie Ski gefahren und gehe dann im Winter auf Touren und sowas. Das ist dann so die Freizeit, aber da habe ich auch schon richtige Kämpfe teilweise mit den Leuten, die meine Bookings und Management machen. Und, sowas. <laughs> und ich sage: Nee, ich will aber in diesem Wochenende dahin dahin und will das und das machen. Das, das äh, haue ich mir so raus. Ansonsten, ansonsten muss ich aber sagen, ich bin jetzt auch nicht derjenige, der so sagt, ja, ich muss jetzt wirklich mal Freizeit haben. Weil ich finde, mein Leben ist eigentlich komplette Freizeit. Also, <laughs> ich, ich habe richtig Spaß an meinem Leben und es ist natürlich auch anstrengend mit den ganzen Reisen, aber es macht riesen Spaß Und deswegen ist es jetzt auch nicht so, dass ich unbedingt sage, ich will wieder frei haben. Ich meine, ich war jetzt gerade irgendwie sechs Tage unterwegs und habe acht Kicks gespielt und ich freue mich schon wieder auf morgen, dass ich wieder weglegen kann <laughs> und wieder irgendwo spielen kann. Das ist eigentlich schon ein bisschen wahnsinnig. Ja. <laughs> Ja Chris, schönen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, Elevator 2015 mit Chris Liebing. Danke. Ja.